Malerisch umrahmt von den schneebedeckten Lienzer Dolomiten legt sich auch über die Stadt Lienz der ruhige Zauber des Advents. In der Vorweihnachtszeit durchströmt die Stadt ein festlich stimmungsvolles Flair. In dieser Zeit verwandelt sich der Lienzer Hauptplatz alljährlich in einen entzückenden Adventmarkt. Hier wird man vom Nachtwächter persönlich am Markt willkommen geheißen. Herzlich willkommen am Adventmarkt. Von Lienz als Nachtwächter heiße ich alle Besucher aus nah und fern herzlich willkommen. Die Marktstände bieten herrlich vielseitiges Kunsthandwerk und laden zum Staunen und Stöbern ein. Bei einer Tasse Glühwein oder heißem Tee kann man sich wärmen und der Duft von frischem Lebkuchen liegt in der Luft. Eine besondere Spezialität ist das sogenannte Lienzer Lebzelt. Ein Motiv aus dem Jahre 1644 ziert diese verführerische Köstlichkeit aus Marzipan, Preiselbeeren und Lebkuchen. Das Rathaus wandelt sich jedes Jahr im Dezember in einen riesigen Adventskalender um. Jeden Tag öffnet sich so ein weiteres Fenster und enthüllt eines der eigens gefertigten Werke zeitgenössischer Künstler. Auch für die kleinsten Besucher ist gesorgt. Beim kreativen Werken wie dem Bemalen von Tonsternen vergeht die Zeit im Nu. Anschließend können sich die Kleinen auf dem Eislaufplatz austoben. Lienz wird althergebrachtes Brauchtum noch gelebt. Das traditionelle Lattelschießen beispielsweise ist nicht nur spaßig anzusehen, es macht auch Lust mitzumachen. Ein spektakulärer Höhepunkt der Vorweihnachtszeit sind die Lienzer Campustage. Der Nikolaus zieht mit Krampussen in schaurigen Masken und einer kleinen Engelsschar durch die Stadt. Ein beeindruckendes Erlebnis für die ganze Familie. So wird versucht, mit lautem Krach den Winter zu vertreiben.